Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Video. Heute mache ich einen Slime mit Handschaum. Diesen Handschaum habe ich bei Balea entdeckt und ich dachte mir, oh, das muss man unbedingt ausprobieren, ob man damit Slime machen kann. Also nicht das als Hauptzutat, sondern anstelle von Rasierschaum diesen Handschaum verwenden. Okay, und für den Slime brauche ich 500 Gramm Bastelkleber mit PVA, Natron, Farbe, 50 Gramm Duschgel, den Handschaum und Kontaktlinsenlösung. Die Zutatenliste findet ihr auch in der Infobox und auf meiner Webseite slime-diy.de. Übrigens, über ganz unterschiedliche Slimes habe ich schon mehrere Videos gedreht. Am Ende dieses Videos und unten in der Infobox findet ihr einen Link zu diesen Videos. Bei diesem Handschaum interessiert mich jetzt zuerst, ob der neutral ist oder etwas sauer, denn davon hängt die Natronmenge ab, die ich brauche. So, darum sprühe ich da jetzt eine kleine Menge hier in das Schälchen rein. So. Ah, duftet nach Himbeeren. So, und jetzt messe ich da mal den pH-Wert. Bei einem Schaum muss man das so ein bisschen einreiben. Und dann abwischen. So. Und jetzt gucken wir mal. Es ist nicht ganz 7, es geht so in Richtung 6. Es ist aber auch nicht so sauer wie die meisten Duschgele. Die meisten Duschgele, da wäre das dunkelorange, das ist dann zwischen 5 und 6 und das ist hier zwischen 6 und 7. Also ein bisschen säuerlich. Dann brauche ich also ein bisschen mehr Natron, als wenn ich beispielsweise Wasser nehmen würde. Gut, ich habe hier jetzt schon 15 Gramm Natron. Ich gebe einfach noch mal einen Löffel dazu, denn ich verwende ja auch Duschgel. Und da weiß ich, das ist leicht sauer. Das ist sauer, weil es dann hautfreundlicher ist. So, das sind jetzt etwa noch mal so 5 bis 6 Gramm, die ich dazu gebe. Und dann schauen wir mal, ob das die richtige Menge ist. Okay, hier habe ich den Bastelkleber drin. Das ist der Giotto. Der neuere Giotto ist ein bisschen trüber als der Giotto früher, aber er ist weniger gelblich und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber er ist ein bisschen zu trübe, um damit einen Klärslime zu machen. Okay, jetzt kommt das Natron rein. Und dann probiere ich mal diese Acrylfarbe. Die anderen Rot- und Rosatöne, die ich habe, die haben immer so einen leichten Gelbstich. Und ich wollte mal was ohne Gelbstich haben. Und das ist eine Acrylfarbe, die habe ich mal im Aldi gekauft. Und jetzt gucke ich einfach, wie die sich im Slime verhält. Na, auf jeden Fall gefällt mir die Farbe sehr gut. Okay, und jetzt kommt das Duschgel dazu. Davon nehme ich irgendwie einen größeren Schucker, also nicht die ganze Flasche, deutlich weniger, aber auch nicht nur so ganz wenig, weil das ist ja ziemlich viel Kleber. Also etwa so viel Duschgel. Riecht auch nach Himbeer, Himbeer und Limette. Das dürfte dann ein leckerer Himbeerslime werden. Also lecker im Sinne von riechen. Natürlich nicht zum Essen, weil Slime kann man ja nicht essen. Zumindest nicht so Kleberslime. Okay, und jetzt kommt dieser Handschaum dran. Das ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie Bodylotion, aber in Schaumform. Also wie so ein Cremeschaum. Cremeschaum gibt es ja auch von Bilou. Und so ähnlich ist das im Prinzip. Es ist nicht wie Rasierschaum und auch nicht wie der Duschschaum von Bilou. So, ich denke mal, das müsste reichen.
Dann kommt jetzt die Kontaktlinsenlösung dran. Da habe ich wieder die Kochsalzlösung vom DM. Wenn ihr wissen wollt, welche Kontaktlinsenlösung alle gehen, hier verlinke ich euch ein Video mit einem großen Kontaktlinsenlösungstest, wo ich ganz viele Kontaktlinsenlösungen getestet habe, ob die für Slime gehen oder nicht. So, es slimet schon, das ist ganz gut. Mit etwas Glück heißt das, dass die richtige Natronmenge drin ist. Okay, jetzt lasse ich den mal etwa eine Viertelstunde ruhen, damit sich die Zutaten gut miteinander verbinden können. Gut, jetzt schauen wir mal, wie der so geworden ist. Na, hier geht's so. Mal da unten gucken. Schon noch etwas klebrig. Aber ich werde mal schauen, ob ich das mit Kneten in den Griff kriege. Oh. Arg klebrig. Bisschen Kontaktlinsenlösung kommt noch rein. Ah, er riecht auf jeden Fall ganz wunderbar, himbeerartig. Immerhin ist ja das Duschgel und der Handschaum mit Himbeerduft. Ja, ist ein wunderbarer, wohlriechender Slime geworden. Macht richtig Spaß mit dem. Ja, und schön dehnbar. Ja, man kann ihn ordentlich auseinanderziehen. Und wie ihr gesehen habt, konnte man auch gut Schnecken machen. Bisschen weich noch. Aber wenn man ihn viel knetet, wird er ja von selber noch fester. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Und wer will, kann jetzt noch zuschauen, wie ich mit dem Slime eine Weile spiele.
Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.